Herzlich willkommen zur neuen Folge von Transport Fever. Wir haben zum Schluss der letzten Folge diesen Zug hier ein wenig umgebaut, beziehungsweise wir haben da noch mehr von den geschlossenen Güterwagen hingepackt, damit er von hier mehr Waren mitnehmen kann, denn wir haben das Problem, dass die Warenfabrik nicht genug abtransportiert, was dazu führt, dass wir zu viel Stahl haben und so weiter und so fort. Das heißt, es kommt alles in Stocken, wir müssen die Waren halt wegbekommen. Er nimmt ganze 28 mit, das ist eine Menge von 112. Das heißt, im Umkehrschluss hier unten wird dann auch zu wenig wegtransportiert. Ich glaube, so Schrumm liegen 66. Was haben wir denn da? 7. Ändern wir das Ganze mal. So wollte ich das. Zack. Was hatten wir alles dabei? Ja, 65 Waren. Der kann ich nicht genug mitnehmen. Das heißt, zehn, machen wir 12 und dann packen wir da wieder 10 drauf und sagen Tschüssikowski sofort ersetzen. Denn dann kriegen wir auch dementsprechend mehr Waren wegtransportiert, um den ganzen Warenfluss nach unten, ich drehe die Karte mal wieder um, von hier runter wegzubringen, denn dann kann die Fabrik, wo ist sie, da ist sie, mehr transportieren. Mehr produzieren. Jetzt brauchst du mehr Stahl. Okay. Obwohl er reichlich ist. 482. Nun. So nach und nach hoffe ich mal, dass sich das dann reguliert. So, Kunststoff bringen wir jetzt sowohl mit dem Zug als auch mit einem LKW nach hier oben hin. In der Hoffnung, dass das auch wegtransportiert wird. Holzwarenfabrik, ja, das sieht doch gut aus. Wir schauen mal eben da rein. Ob das auch mitgenommen wird. Da kommt rechts der LKW gerade an. Das ist da. So, da geht's raus. Zack, alles Kunststoff. Ja, fast. Na gut, können wir mit leben. So, nebenbei hatten wir in der letzten Folge auch, wir produzieren zu viel Plastik. In der letzten Folge auch ein wenig für den Personenverkehr gesorgt. Vor allen Dingen hier so Vollmersbach herum, TGW läuft da und so Geschichten. Da müssen wir mal reinschauen, da sehe ich gerade hier oben ist gerade ein Passagier aufgeploppt. Wie sieht es denn aus mit der Linie? Das Fahrzeug hat gerade, ja sieh mal an, der ist fast voll. Ist die Frage, ob wir da schon bald einen zweiten draufsetzen. Beziehungsweise ich musste mal gucken. Fahrzeugersatz, Triebwagen, dann müssen wir der mit 256, nehmen wir einfach den und lassen den dann später mal ersetzen, aber die werden sehr alt, ne? 50 Jahre. Die Frage ist, ob wir auf dieser Strecke auch zwei setzen können. Theoretisch ja. Da machen wir dann aber erst den alten drauf, ne? Den hier. So, das ist die Linie. Hessenhof-Vollmers-Wustrau-Gammel-Bi-Bei. Der muss natürlich jetzt warten, da kommt ihm gerade einer entgegen. Der Bummelzug. Der Bummelzug nach Wustrau, nicht Pankow, aber Alter, was ist denn hier los? Du kommst echt schon immer hinter. 581 Öl. Upsi. Was machen wir denn da? Öl für die. Wir produzieren doch sowieso viel zu viel Plastik. Ist ja furchtbar. Und was liegt hier rum? Für die Raffinerie. Rohöl und warum liegt das hier rum? Keine Ahnung. Naja. Sie werden sich schon einig werden.
Apropos, wir hatten doch hier unten auch noch so eine Ölgeschichte, ne? Das sieht schon besser aus. Da ist nichts mehr. Ist auch keine Planung für. Das ist auch ziemlich zusammengebrochen hier eigentlich, irgendwie. Nun. Was ist denn hier mit Umschlag? Da sollten wir eventuell mal schauen, ne? Warenverteilung sieht gut aus. Schrumpzicho ist schwierig und Linie 1 ist auch schwierig. Das ist die. Nach da hinten. Ah, okay. Da sollten wir dann eventuell mal einen LKW mit draufsetzen. Wo ist mein Straßendepot da? Haben wir da den Ersatz schon drin? Natürlich nicht. Sollte man. Ich habe ja viele Strecken gesetzt, wo ich noch keinen automatischen Fahrzeugersatz drin habe. Apropos, da müsste ich mal schauen, meine Schienenfahrzeuge im Sinne von innerstädtischem Verkehr. Was ist mit dir hier? Gammelbei, du hast auch noch keinen Ersatz. Oh Gott. So, Fahrzeugersatz. Das ist der mit 5 von denen. Ne, die da. Nehmen wir mal 10 rein. Weil mehr ist besser. So, was haben wir noch? Mal einmal durchblättern hier. Das sind die Linie 6. Keine Ahnung, wo der fährt. Linie, Fahrzeugersatz. Fenster hin und her schieben, immer wieder schön. Da kommt der drauf und dann machen wir aus, was ist denn das? 10 Rungenwagen. Das müsste die Holzstrecke da oben sein, ne? Kann das sein? Gut, ist gekauft, wird eingeschaltet, fertig. So, und das gleiche hier. Speichern. 8. Lok und ebenfalls Rungenwagen. Wie gesagt, das müssten die falsche Fenster zugemacht. Das müssten die Strecken gewesen sein, die oben unsere Holzgeschichte machen, wo wir erst noch mit LKW unterwegs waren. So, was haben wir hier noch? Plastik Vollmersbach, okay, der hat immer noch keinen. Ein 77, okay. Da können wir ein bisschen. Na super. Was hat der? 7 Anhänger, okay, der kommt da drauf. Und das sind die geschlossenen. So, jetzt muss ich nur meine. Die müssten das sein. Da sind sie, die Tramse. Die sind nämlich alle noch nicht auf Ersatz. Bis auf die Busse. Ich weiß nicht, warum die da jetzt drauf sitzen. Das müsste doch hier eigentlich sein. Da sehe ich noch einen LKW. Wir gehen mal auf die Trambahn. Die müssen wir jetzt alle noch eben einstellen. Machen wir das heute mal eben fix. Das ist ja schnell getan. Und da brauche ich nicht gucken, was die an Anhänger dahinter haben. Schade, dass man die nicht irgendwie allgemein setzen kann. Sag mal hier Klicki und weiter. Zack. So. Linienpflege nennt sich das. Oder so ähnlich. Das sind die das sind die Strecken in den Großstädten, mehr oder weniger Großstädten. Mit 2 auf der Linie. Perfekt. Damit haben wir die auch. So, jetzt haben wir hier noch einen Bus. Bus sage ich schon, LKW. Linie 3 Fahrzeugersatz. Logischerweise kriegst du den auch da reingepackt. Sehr schön.
Damit haben wir, glaube ich, alles, ne? Die sind alle auf Autoersatz, das kann man hier sehen. Beziehungsweise ich gehe mal hier drauf. Das sind jetzt alle Linien, die wir haben. Inklusive Kurz- und Kleinlinien. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist das denn hier? Nur Linien und Depotanzeigen, die in der Hauptansicht zu sehen sind. Ah, okay. Das heißt, was ich jetzt hier sehen würde, kann ich dann ein- und ausblenden. Das heißt, klack, damit habe ich alles, was ich auf einen Blick hier am Fahren habe. Schiffe und Flugzeuge haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt in diesem LP reinsetzen. Die Frage ist auch, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, wie lange machen wir das LP noch? Nun, wir sind mit Geld überversorgt. Das heißt, da ist absolut kein Problem mehr. Das heißt jetzt eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, neue Strecken etablieren oder optimieren oder umbauen. Wobei der Umbau, denke ich mal, die krasseste Sache sein würde. Ihr könnt es doch mal reinschreiben, ob wir noch eine ganze Weile hier weitermachen oder nicht. Denn wir sind ja mittlerweile irgendwo roundabout, Folge 60 oder so, ne? Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt. könnte aber hinhauen, von daher gerne mal in die Kommentare schreiben, mehr oder nicht. Mehr vom selben. Oder was Neues. Neu ist sowieso in Planung. Nur mal so angeteasert. Das könnte dann aber eventuell hier parallel zu laufen. Das müssen wir mal schauen. So, der Zug, der läuft natürlich auch nicht gerade in seine Blütezeit. Da müssten wir mal für sorgen, dass der da ein wenig, ne, mehr transportiert. Dazu müsste er aber auch mehr zur Verfügung haben. Das ist aber das Problem. Was haben wir denn hier? Keine Vergrößerung geplant. Mhm. Ja. Ich hoffe, dass die Städte durch den Personenverkehr ein wenig wachsen. Gammelbay ist ja auch schon recht groß geworden. Und hier ist Holz. Das waren die Züge, die wir gerade ersetzt haben. Nun. Hat sich eingependelt um die 400. Machen die dann wenigstens Gewinn? Jo, mehr als das. Wie man sieht, da hinten wird es reingebuttert. Die sind auch recht zügig beim Verarbeiten. Das ist schön. Aber auch beängstigend. Na gut, so, was macht denn unsere Geschichte hier unten mit dem Stahl und den Waren und so ein Kram? Wir haben reichlich das da, okay, Stahl abtransportieren ist immer noch so ein kleines Problem. Wenn ich aber hier nicht mehr habe, Waren abzutransportieren, 231 auf Lager, da sieht man es vollgepackt. 1532, okay. Das hoffe ich mal, wird nach und nach Gas geben. Geladen, entladen. Ja, das Grüne, das müsste noch ein bisschen höher gehen. Stahlfabrik, Warenfabrik, das ist unsere schwierige Strecke. Das ist er hier. Der kommt doch so gar nicht auf Touren, ne? Mit 50 schleicht er da so hin. Ich kann momentan auch keinen zweiten Zug draufsetzen, weil der hier viel zu lang ist. Die Frage ist, was brauchen wir überhaupt an? Der nimmt Waren mit und holt, bringt Stahl nach oben. Ja, mehr hat er ja auch nicht drauf, ne? Der ist so lang, der geht von einem Bahnhof zum anderen. Wie sieht die Strecke denn aus? Da könnte ich einigermaßen schnell fahren, ne? Wenn ich jetzt den Zug langsamer mache, kürzer mache. Schauen wir mal, was wir damit machen. So, Päuschen für Kläuschen. So. Meter ist viel zu lang. Wir haben da jetzt 14 und 6. 6 ist natürlich wenig. Wir nehmen da mal noch ein paar raus. Jetzt habe ich natürlich Blödsinn gemacht. Ich habe zu viele abgehängt. 10, der fliegt raus. Und wir packen da noch eine zweite Lok dran.
Probieren wir das mal. So, Linie zuweisen. Wo ist sie denn? Ist jetzt wie einer von den Zügen, die falsch rum sind, aber ist egal. Gut. Toll. Kannst du mir verraten, wieso du jetzt auf dieser Linie bist? Ach, der ist das gar nicht. Der ist das hier, ne? Stahlwarenfabrik, genau. So, der nimmt jetzt einiges an Stahl mit. 130 wäre da gewesen. Kann der nicht komplett mitnehmen? Theoretisch schon, hat er aber nicht. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen zügiger fährt. Der ist gerade mal nur so auf schlappe 50 gekommen. Und wie man sieht, wird er jetzt ein bisschen schneller. 70, was sich dann eventuell auch bemerkbar macht. Weniger Anhänger, aber schneller. Da muss er jetzt abbremsen. Okay. Ist ungewohnt, wenn die Lok nicht vorne ist, ne? Soll mir egal sein, ist es halt ein Schub und kein Zug. 1,35 Millionen hat er eingenommen und nimmt jetzt Stahl abgeladen und Ware nimmt er mit. Werkzeug und Maschinen ebenfalls. Ja, ist doch gut. Wie gesagt, den lassen wir jetzt mal eine Zeit lang so fahren. Vielleicht wird es ja dann besser. Kunststoff ist noch ein Problem. Kann ich das Kunststoff noch in eine andere Fabrik bringen und da noch mehr Chaos verbreiten? Hier zum Beispiel. Da bräuchten wir Kunststoff und Stahl. Okay. Oder hier hinten. Was haben wir denn hier? Kein Kunststoff und kein Stahl. Stahl kriegen wir nicht, weil der von hier aus nicht rüber transportiert wird. Da haben wir noch so eine Fabrik. Ja, wir müssten von hier unten, von Vollmersbach, Kunststoff nach oben bringen, direkt. Das wäre eine Maßnahme. So, jetzt haben wir wieder was kaputt gemacht. Alles klar. Das Umbauen hat uns dazu geführt. Hallo? Dass wir hier zu viel produzieren. Gut, Kunststoff. Kunststoff nach hier hin. Das müsste also quasi hier hin geliefert werden. Das heißt, der Zug, der hier fährt, müsste Kunststoff mitnehmen können. Kann er ja eigentlich auch, ne? Da liegt bloß nichts bereit. An dieser Stelle. Weil es direkt nach da oben gebracht wird. Wir könnten natürlich hier eine Strecke rausziehen. Gute Frage, nächste Frage. Lohnt sich das? Achso, der macht das ja mit Holz. Brauchen keinen Kunststoff so wirklich. Ja. Was hätten wir da sonst noch? Kunststoff da oben nicht. Ja, ich muss einfach sehen, dass ich das hier hinbekomme. Das ist das Geheimnis. Nö, eigentlich nicht. Ich muss sehen, dass ich die Waren loswerde. Dann kriegt er auch mehr Kunststoff verbraucht. Gut, Waren. Konzentrieren wir uns mal auf die Waren. Die Waren, Waren. LKW? Hm. Tetetemtem. Da. Die wir schon mal hatten.
Den müsst ihr doch hier anschließen können, ne? Machen wir das mal. Da ist ein Depot. Straßenfahrzeug kaufen. Zack. Linie neu. Die Stationen sind nicht miteinander verbunden. Ja, gut. Jetzt aber. Das Problem ist, brauche ich überhaupt, wo brauche ich denn die Waren? Lass mal im Schauen. Im Blauen. Ja, das wäre der hier. Oder ich müsste hier nochmal hin. Das können wir sogar besser machen. Ich mache hier ein Depot und lasse den nur bis hierhin fahren. So dass wir eine kürzere Strecke haben. Kann man ja mal machen, ne? Das heißt, du weg, du weg. Linie 12. In dieser Art. Waren Hessenhofklapper. Gut. Jetzt müssen wir nur die Straße noch eben verbessern. Kleine Landstraße, mittlere Landstraße. Die müsste eigentlich reichen, ne? Beziehungsweise ich muss mal eben schauen, wie schnell kann er so einen össeligen LKW fahren. Normalerweise ja nur 80, ne? 100, alles klar. Gut. Zumindest die meisten Strecken, ne? So, und diese sollten wir dann mindestens auf 80 bringen. War auch nicht möglich, alles klar. Ach, das liegt an der Schiene, ne? Probleme beim Straßenbau auch schon nicht lange nicht gehabt. Wie schnell können wir denn da werden? Ach, das zeigt er da gar nicht an. Okay. Das ist eine etwas höhere Strecke. Dann machen wir das so, ne? Und wenn ich jetzt die abknipse, muss er ja hinten rumfahren. Jawohl, sehr gut. Das heißt, wir müssten dann hier jetzt gleich nochmal ein paar LKW draufsetzen. Und wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Es ist ein Traum. Ich schau mal da, ob der jetzt was mitnimmt. Auf jeden Fall, da wird was angelandet. Okay, dann gehen wir nochmal eben auf Fahrzeugersatz. Und dann beenden wir das auch gleich sofort hier. Ein... wir kaufen hier noch zwei LKW. Namentlich drei. Linie zuweisen, das ist die Waren Hessenhof. Zack. Und dann sage ich mal von dieser Stelle aus mit bunten Gleisen. Klack. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann bis zur nächsten Folge von Transport Fever. Bis dann, ciao.